Hallo, guten Abend. Ich freue Hallo. mich sehr, heute Abend hier mit Florian Ebner zusammenzutreffen und mit Ihnen allen. Wir konferieren zwischen Berlin und Paris. Sie sehen unsere Fenster. Sie sehen nicht viel, was dahinter ist, aber ich schaue, wenn ich mich umdrehe, nach Berlin und Florian nach Paris. Wir haben, wie Sie sehen, ein Thema für heute Abend. Bevor wir damit anfangen, würde ich aber gern dich, Florian Ebner, und bitte entschuldigen Sie, dass wir uns duzen. Wir kennen uns einfach zu lange und jetzt so sitzen wir ein bisschen albern. Dich kurz vorstellen. 1970 geboren in Regensburg, Studium in Aal und Bochum. Dann hast du eine unglaublich intensive Arbeitsbiografie, die wir heute Abend überhaupt nicht nur ansatzweise streifen können, nur ansatzweise streifen. Du hast in der Berlinischen Galerie kommissarisch die fotografische Abteilung geleitet. Du hast an der HGB Leipzig unterrichtet. Du bist, denke ich, sehr nah immer an den Projekten von Tim Rautert und Ute Eskilsen gewesen. Du hast das Museum für Fotografie in Braunschweig geleitet, dann in Folkwang die fotografische Abteilung. So unglaublich viele Projekte gemacht. 2013 Kairo offene Stadt als einen wirklichen Dammbruch für das Nachdenken über die Fotografie. Den Deutschen Pavillon in Venedig 2015. Und bevor wir auf unser eigentliches Thema kommen, von dem Sie schon gelesen haben, Aggregatzustände und Funktionsweisen der Fotografie, ganz kurz einführend eine Frage an dich, Florian, die mich wirklich brennend interessiert. Du bist seit 2017 in Paris. Das sind inzwischen 4 Jahre und in diesen 4 Jahren ist so unglaublich viel passiert, dass mich interessieren würde, was das für Auswirkungen eigentlich auf, also wie du das wahrgenommen hast aus deiner jetzigen Position heraus. Es gab den Präsidentschaftswechsel in Paris. Ich glaube, da bist du gerade so reingekommen, 2017. Dann gab es diese ganze neue Terrorismus-Situation auch in Paris, besonders in Paris. Es gab so, gibt so unglaublich viele neue Diskurse, MeToo, Black Lives Matter, dekoloniale Debatten, wie auch immer. Es hat sich unglaublich viel verschoben in der Wahrnehmung, zu unserer großen Freude ja auch in manchen Teilen. Und die Pandemie macht die Sache jetzt noch mal in anderer Hinsicht brisant. Und mich würde interessieren, was das konkret, vielleicht nur ganz kurz, weil wir haben tatsächlich nur eine halbe Stunde, wie du das wahrnimmst, was das für Auswirkungen auf deine Arbeit hat. Ja, das ist eine gute Frage und damit könnte man eigentlich schon die ganze halbe Stunde füllen. Also, das ist richtig. Ich habe im Juli 2017 hier begonnen, gleich mit dem Hochwasser der Seine und da war die erste Frage, ob wir unsere Sammlung aus dem Untergeschoss evakuieren müssen. Und dann war wirklich eine Reihe von wirklich sozialen, das haben Sie alles mitbekommen, Brennpunkten. Ich meine, 2015 Bataclan, das ist ja sozusagen bis heute, ist natürlich die Frage. Vor kurzem ist gerade wieder die Verschärfung, eine Verschärfungsnovelle hinsichtlich sozusagen des Umgangs mit Islamisten in Frankreich. Aber dann ging es weiter mit großen Streikwellen, mit den Gelbwesten, das ist sozusagen in einer langen Liste, die sehr präzise ist, eigentlich noch gefehlt. Aber es gibt viel soziale Debatten im Moment. Das spiegelt sich auch bei uns im Programm wieder. Also, als ich sozusagen hier begonnen habe, war auch ein Diskussionsgegenstand mit dem Bernard Blisten, doch mal eine große August-Sander-Ausstellung zu machen. Das würden wir jetzt gar nicht mehr auf den Spielplan setzen, glaube ich. Das ist so viel umgebrochen jetzt inzwischen in den letzten Jahren. Also die Tatsache, dass zum Beispiel jetzt eine Künstlerin wie Hito Steierl bei uns in einer der großen Galerien vertreten ist, wirklich, die sonst so eigentlich immer der Generation der über 80-Jährigen vorbehalten war, all das bricht im Moment wirklich stark auf. Also das merken wir gleichzeitig. Wir hängen immer mehr von privaten Geldern ab. Das ist ein großes Problem, was ich spüre. Also der Staat zieht sich immer weiter zurück, kann die Dinge nicht mehr finanzieren. Wir haben eigentlich ein sehr, sehr reges System mit den Freunden. Das funktioniert auch gut, aber gleichzeitig werden wir natürlich immer abhängiger davon. Also da ist viel im Umbruch für ein Haus, das immer doch noch diesen generalistischen großen Ansatz versteht, irgendwie eine Weltkunst zu sammeln und natürlich dann auffällt, dass wir lange gar nicht die Weltkunst gesammelt haben. Und da stellen sich eben viele Fragen, die jetzt wirklich in der letzten Zeit aufbrechen. Da kommen wir vielleicht jetzt auch dann immer wieder dazu, aber auch hinsichtlich der Lücken in der Sammlung, hinsichtlich auch sicherlich bis hin zu Quoten und all diesen Dingen im Moment hat sich eigentlich seit dem Juli 2017 wahnsinnig viel getan. Ja. Wir werden das sicherlich im Folgenden immer wieder berühren. Ich schalte jetzt mal den Bildschirm frei. So, da sind wir. Genau.
Wir wollen heute über Aggregatzustände und Funktionsweisen des Fotografischen reden. Und als du mir diesen Titel zugespielt hast, dachte ich sofort an zwei Dinge. Das eine ist ein Ausspruch von dir vor einer ganzen Zeit mal am Telefon oder vielleicht waren wir auch im Gespräch, persönlich im Gespräch, da sagtest du, ja, wir dürfen nie vergessen, dass die Fotografie ja irgendwie zwischen Rummel und Wissenschaft entstanden ist und dazwischen sitzen wir irgendwie. Das nennt es eigentlich ganz schön, in welchem Spektrum wir uns mit diesem Medium inzwischen befinden. Und die zweite Sache, die jetzt vielleicht gleich zu Anfang in dem thematischen Zusammenhang auftaucht, ist dieser Begriff der Verflüssigung der Fotografie, also das, was tatsächlich in der letzten Zeit mit dem Medium passiert ist, jetzt nochmal extrem beschleunigt im letzten Jahr. Du hast sehr früh angefangen, zu diesen Themen, also diese Fotografie sehr weit und sehr offen zu begreifen und sehr eingebunden in ihrer Vielfalt. Ich stelle hier mal nur ganz kurz zwei Bücher vor, drei, vier Bücher. Wir kommen darauf noch im Folgenden im Einzelnen zurück. Das sind Projekte, an denen du gearbeitet hast und die eigentlich ganz klar eben diesen beiden Aspekten irgendwo gewidmet waren, die Selbstermächtigung mittels des Mediums, aber auch die sogenannte Verflüssigung des Mediums. Und wir sehen hier zahlreiche Projekte, in denen du maßgeblich beteiligt warst. Und wir fangen vielleicht an, weil das dein Wunsch war, mit diesem Projekt hier, mit Soweit kein Auge reicht, ein Projekt, an dem Arvid Messmer, ich glaube schon bevor du an die Berlinische Galerie kamst, angefangen hatte zu arbeiten. Stell doch das Projekt am besten einfach vor. Ich navigiere hier dabei ein bisschen durch die PowerPoint. Ja, also ich gedacht habe, im Grunde einen roten Faden zu finden für den heutigen Abend, war eigentlich dieses Projekt, das hat mich sehr geprägt, weil es die Frage genau nach diesen vielen Gesichtern der Fotografie stellt und nach dem, was eigentlich im Grunde wir so ein wenig vergessen und oftmals ein wenig einsperren mit unseren Etiketten. Und im Grunde war das kurzerhand so, dass ich in der Berlinischen Galerie eine Krankheitsvertretung für den Ulrich Domröse damals angetreten habe und da war ein Projekt in den Plan eingeschrieben, in den Ausstellungsplan eingeschrieben, wo ich am Anfang gar nicht wusste, wie kann ich damit umgehen, weil eben Arvid Messmer im Archiv der Berlinischen Galerie sehr spannende Dinge sozusagen entdeckt und auch gesagt, das Potenzial darin erkannt hat. Und zwar waren es Aufnahmen, vielleicht machst du weiter, von einem damals noch unbekannten Fotografen, der Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre dieses entrümmerte Ost-Berlin im Auftrag des Magistrats fotografiert hat und zu Recht gesehen hat, dass diese Stadt in dieser völligen Leere, in dem Moment, wo wirklich diese Entrümmerung sehr weit fortgeschritten war, diese Bestandsaufnahme zu machen und gesehen hat, dass das im Grunde all diese Aufnahmen, diese utilitaristische, diese Gebrauchsfotografie im Grunde einen unglaublichen Einblick in diese Zeit gibt. Ne? Also Aufnahmen, die entstanden sind für den Magistrat, für die Urbanisten, um dieses neue Berlin zu planen, gleichzeitig einen unglaublichen historischen, dokumentarischen Wert haben. Und diese Dinge sogar sichtbar zu machen, sie in gewisser Weise auszuentwickeln, das ist so wie eine Latenz der Geschichte, das auszuentwickeln und großzuziehen, das verstand ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dachte ich mir, was sagen jetzt da meine jungen kritischen Freunde der Fotogeschichte, wenn man sozusagen dieses Material so stitcht. Und wir haben dann wirklich mit dem Arvid intensiv diskutiert. Ich habe auch wirklich mich an viele Kollegen gewandt, weil ich unsicher war. Und am Ende sozusagen aus der Problematik des Projekts versucht, eigentlich eher einen starken Punkt draus zu machen, zu sagen, okay, Wir spielen sozusagen auf diesen beiden Registern. Wir zeigen einerseits das Archiv, diese Qualität. Wir zeigen, woher kommt das, was ist das, die Kontakte 912, bis hin zum Archivstempel. Das sind ja sehr schöne Objekte, diese grauen Taschen. Und gleichzeitig entstanden diese großen Bilder, von die Arvid dann im Grunde zusammengesetzt hat. Und wenn du weitermachst, dann die Idee wirklich daraus, eigentlich so eine Art Parabel zu machen, was Fotografie alles ist im Raum. Also im Grunde, ganz am Anfang sah man das, Entschuldigung, wenn man nochmal zurückgehst zu dieser Frau mit der Lupe.
noch weiter zurück, genau. Es war eine ganz, ganz lange Tischvitrine von 16 Metern. Wir hatten da ganz, ganz viele Karten so in verschiedenen Kategorien ausgestellt und Lupen, und die Leute waren ebenso im Grunde vertieft in die Lektüre eigentlich dieses Materials, wo man noch viel, viel mehr Bilder aus ihrem jeweiligen Kiez entdeckt hat und im Hintergrund dann diese großen sozusagen Landschaften, die wiederum ein Tribut zu unserer Sehgewohnheit, sozusagen zum fotografischen Tableau, zu dem, was Fotografie im Grunde auch sein kann, aber eben nicht nur ist, und sozusagen dieses Switchen zwischen dieser Idee des Archivs und zwischen dem Editing der Geschichte einerseits und dann eben dieser großen Form, das haben wir dann ganz sozusagen als starken Punkt gemacht. Und mich hat das irgendwie sehr geprägt zu sagen, auch dadurch, dass ich irgendwie auch Fotograf bin und verstehe im Grunde vielleicht auch irgendwie dieses Material auch mit den Augen eines Fotografs sehe und irgendwie eigentlich ist zu kurz gegriffen, glaube, wenn wir uns immer nur an die Bedeutung des Vintage-Prints als das Alleinseligmachende, sondern wirklich eigentlich jede Geschichte eines Fotografen, jedes Dossier genau anschauen, um zu schauen, woraus besteht das, was ist das eigentlich, und nicht gleich per se zu sagen, ist das jetzt der Vintage-Print und das interessiert mich. Also das war im Grunde eigentlich, darum hat mich das irgendwie sehr geprägt, sozusagen aus dieser Unsicherheit mit diesem Material im Grunde das eigentlich zum Gegenstand zu machen und mit Abe zusammen. Das hat dann sehr viel Interesse in Berlin erweckt. Dann wurde auch der Fotograf, dieser Fritz Tiedemann, aufgrund sozusagen dann einer Veröffentlichung im Spiegel identifiziert und entdeckt. Also das hat sehr, sehr viel, im Grunde sehr, sehr viel sichtbar gemacht und an die Oberfläche gebracht. Und das ist, glaube ich, auch dann die Qualität von Arbeits Arbeit. Darum sozusagen widme ich denn jetzt in der kleinen Präsentation mehr Platz. Vielleicht können wir sogar auch zu dem RAF-Projekt gehen. Das hat uns dann Jahre später eigentlich wieder zusammengebracht. Ganz kurz, Florian, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja, einfach bitte. Eine kleine Gegenfrage. Letztlich sagte, ich glaube, es war Klaus Honneff in einem Talk der DGPH ganz schön, dass er die fotografischen Daten als so etwas wie eine Partitur begreifen würde. Das ist ein wunderbares Bild, ja. Und es gibt auch eine sehr schöne Arbeit von dem Eric Baudelaire, von dem französischen Fotografen, der hat ein Negativ von unheimlich vielen verschiedenen Abzugsmeistern sozusagen interpretieren lassen. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Arbeit. Ganz kleine, ganz einfache Idee. Aber das ist das eine, ne? Das ist also das Negativ ist eine Partitur, und letztlich ist die Negativ das ursprüngliche Original und die Matrize, von dem alles andere kommt. Und mit dem Projekt war es wirklich eigentlich auch mal ganz schön, auch eine Idee von dem zu geben, was ist eigentlich ein Archiv, ne? Also durch die Menge der Kontakte, die wir damals ausgestellt haben. Diese Ausstellung ist tatsächlich sehr intensiv diskutiert worden, auch in meinem Umfeld und auch unter den Kollegen. Und es taucht immer wieder so etwas wie der Begriff des Spektakels der Information auf. Also, dass die Fotografie natürlich ein Medium ist, was sehr stark auch zum Voyeurismus neigt, ne? Und das Erstaunen. Also ich kann mich erinnern, dass in der Berlinischen Galerie die Besucher, Besucherinnen vor diesen Bildern standen und sagten, oh, jetzt kann man ja alles sehen. Ne? Ja, aber dieses, jetzt kann man, warte mal, komm gleich, den Bogen kriegen wir jetzt zur Arbeit wieder. Dass man alles sehen kann, ist was diese Arbeit von Arbeit auch tatsächlich durchzieht, oder? Nein, vielleicht nochmal zum Spektakel der Information. Ich glaube, das Spannende ist, also letztlich siehst du, ich meine, Walter Benjamin sprach vom optisch Unbewussten der Fotografie. Du siehst auf einmal in diese Bilder hinein, in Dinge, die du einfach sonst nicht gesehen hättest in dieser Größe. Mhm. Ja. Und klar, das ist in gewisser Weise, und das war vielleicht dann das an die Qualität der Ausstellung, dass du sowohl das Spektakel der Information oder das optisch Unbewusste auf einmal in dieser Idee dieses Tafelbildes gesehen hast, aber gleichzeitig du auch verstanden hast, was eigentlich der ganze Kontext und der Ausgangspunkt dieses Projekts ist. Und es war wirklich beeindruckend, ganz, ganz viele Menschen aus Ost-Berlin, die vorher nie die paar Kilometer nach Kreuzberg gefahren sind, waren dann auf einmal in der Berlinischen Galerie. Wir haben da sogar eine Umfrage gestartet. Und für viele, viele aus Ost-Berlin war das der erste Besuch in der Berlinischen Galerie in Kreuzberg. Ne? Mhm. Das war von dem her sehr beeindruckend, die Rezeption. Und das war ja offengelegt, weil das Material, das Archivmaterial war mit sichtbar. Ne? Es war nicht getrickst oder gemogelt. Aber diese Sichtbarkeit ist etwas, was auch das
RAF-Projekt von Arvid Messmer, an dem du auch wesentlich beteiligt warst, geprägt hat. Hier kurz der Blick auf das Cover der Publikation, ein Blick in die Ausstellung. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären, worum es da ging. Also es ging darum, dass Arvid Messmer in wirklich viele Jahre die verschiedenen Archive, westdeutschen Archive durchforstet hat, die mit dieser studentischen Bewegung beginnend in den 1966, 67 bis hin zum deutschen Herbst 1977 verschiedene Stationen des studentischen Protests bis hin eben zur Entwicklung auch des Linksterrorismus und der RAF verfolgt hat. Und das Interessante war, und die Frage war, es haben sich unheimlich viel bildethische Fragen bei der Weise gestellt, wie zeigt man eigentlich dieses Archiv und wie zeigt man diese verschiedenen Dinge, nur wenn du zurückgehst zum Beispiel. Wir haben hier diese berühmte Sternveröffentlichung gezeigt, die extrem voyeuristisch ist, die heute überhaupt nicht mehr durchgegangen ist, aus einem Material, aus einem der vielen Mappen, die Polizeifotografen damals, also nicht veröffentlicht, sondern intern abgezogen haben. Tausende von Mappen mit den gleichen Bildern an den deutschen Dienststellen, und der Stern hat das veröffentlicht. Und wir haben ganz bewusst sozusagen auch überlegt, wie zeigt man das und wie geht man mit dieser Frage um, was zeigt man, was darf man nicht zeigen, was wurde gezeigt. Und das hat gerade in diesem Raum zu den Bildern des Herbst 77 viele, viele Fragen gestellt. Ja. Das wäre auch jetzt sozusagen ein eigener Abend, um darüber zu diskutieren. Und ich meine, wenn du da, du hattest schon das nächste Slide zum Beispiel. Es gibt einfach dann Bilder, die Polizeifotografen aufgenommen haben. Genau, das ist die Ikone, die sozusagen eine westdeutsche Biografie wie die meine geprägt hat. Ne? Das ist im Grunde dieser Tod, Beno ohne Sorgs, in den Armen dieser Studentin. Man denkt immer, das wäre angestrahlt von irgendeinem Auto da hinten, und die wären sozusagen, das ist ein einsamer Tod, durch Autostrahler beleuchtet. Und wenn du zurückgehst... Moment, Entschuldigung. Genau, wenn du zurückgehst, siehst du, dass das ein Tod in also man sieht es an diesem großen Bild da hinten, es war ein Tod in sozusagen unter den Augen der Öffentlichkeit. Ne? Und wenn du dir dieses Bild anschaust von einem Polizeifotografen, hat das eine völlig verrückte Komposition. Du denkst, es ist ein Jeff Wall, und wenn du aber dann durch diese Negative gehst und siehst, das war einfach diese Aufnahme von dem Polizeifotografen, der da einfach abgedrückt hat, und auf einmal erzählt sich diese deutsche Geschichte durch das Bild, was im Grunde eigentlich nie dazu gedacht war, veröffentlicht zu werden, erweitert es eigentlich unser Wissen um diese Geschichte. Und das ist schon eine Qualität in diesen Arbeiten, und das ist das, was im Grunde vielleicht irgendwie eine spannende Frage ist, warum machen das eigentlich nicht die Historiker viel mehr, ja? Warum machen das Fotografen mit einer Fragestellung ans Dokumentarische? Und das sind schon Dinge, ich meine, die heute ja letztlich in den letzten 20 Jahren so aufgestoßen worden sind durch all die verschiedenen Leute, die zum Documentary Turn gearbeitet haben. Natürlich hat das jetzt einen anderen Akzent als jetzt ein Akram Zatari, der im Grunde die 500.000 Negative des Studio Scheherazade von Hashem al-Madani editiert. Aber das zeigt, und das ist das Spannende, wie wiederum die Kunst im Grunde in diesem Reichtum der Fotografie schöpft, sie editiert, das Latente sichtbar macht und ausentwickelt. Das finde ich im Grunde, das sind einfach spannende Fragestellungen, und genau, die mich von dem her interessieren, jenseits jetzt einer ganz klassischen Autorschaft, wie wir sie in den letzten 40, 50 Jahren im Rahmen der Autorenfotografie kennengelernt haben. Wobei diese Arbeitsweise natürlich auch stark beflügelt wird durch die neue Zugänglichkeit der Archive. Ich denke, dass der digitale Zugang, die Möglichkeiten digitaler Recherchen bei dem Erschließen der Archive eine große Rolle spielt, oder? Oder allein die Möglichkeit, digitale Bilder zu montieren, wie Arvid Messmer das in dieser Berlin-Arbeit getan hat? Also zu dieser Arbeit gehört wirklich auch eine lange Arbeit der vertrauensbildenden Maßnahmen, weil zum Beispiel dieses Material von Stuckart, dieses Material wollten ganz viele Filmemacher und Künstler schon ran. Also das ist eine lange, glaube ich, wirklich eine lange Arbeit, im Grunde auch das Vertrauen zu gewinnen, dass man mit dem Material dann sorgfältig umgeht. Ja. Wir schließen hier gleich an. Ein Projekt, was, glaube ich, ziemlich zentral war für auch die Sichtbarkeit deiner Arbeit oder dein Verständnis von Fotografie im Sinne der Gleichberechtigung verschiedenster
Kanäle, wie auch immer, ja? Die Fotografie, unser fotografisches Wissen mehr oder weniger bewusst oder unbewusst speisen, unsere Weltwahrnehmung speisen, jenseits der Autorenfotografie, wie wir wissen, das ist nur ein total geringer Teil von dem, was an Bildern inzwischen flüssig in der Welt unterwegs ist. Und vielleicht kannst du zudem noch was erzählen. Genau, das war ein Projekt am Museum für Fotografie in Braunschweig zusammen mit einer Kollegin Konstanze Wicke, und das hat uns wirklich, wirklich sehr geprägt. Das waren sehr, sehr intensive 2 Jahre der Arbeit daran. Und zwar war das eigentlich wirklich im Frühjahr 2011 mit diesen vielen Berichten zu dieser Facebook-Revolution irgendwann mal den Entschluss gefasst, einfach mal auch gefragt und dann Glück gehabt, von der Kulturstiftung des Bundes diese Mittel zu bekommen für dieses Projekt, ohne die das unmöglich gewesen wäre für diese vielen Recherchen. Und es war dann relativ schnell klar bei unserem allerersten Besuch in Kairo, dass wir diese Arbeit nur machen können, wenn wir im Grunde das Vertrauen der Leute vor Ort haben. Und wir haben dann wirklich unheimlich Glück gehabt. Wir haben einfach auch mit dem Goethe-Institut vor Ort 8, 9 Leute, die jeweils für uns diese Kapitel mit kuratiert haben. Das zum Beispiel, das war ein ganz, ganz spannendes und wichtiges Kapitel. Das hieß Saura Media, das heißt Revolutionsmedien. Das waren junge Leute, die haben ihr Zelt auf dem Tahrirplatz aufgestellt mit einem großen Schild. Bitte gebt uns eure Fotos. Wir wollen ein neues Art nationales Gegenarchiv bauen. Und genau das, dass man eine Zeit lang online geschaltet, da musste das rausgenommen werden, wie sich die politische Situation verändert hat. Und das war ein junger Künstler, Tarek Hefnik, junger Fotograf, die uns die dann anvertraut hat. Mit dem haben wir dann so eine Präsentationsweise besprochen, dass das ja alles lauter kleine, ich meine 2011, ne, man kann sich vorstellen, wie schlecht diese Daten waren, und es war klar, dass wir die irgendwie nur sozusagen als flüssige Bilder zeigen wollen. Und dann war das wirklich so eine Projektion mit diesen kleinen Beamern auf diesen Stativen, wie so ein kleines Demonstrantenschar. Und also es war irgendwie war das eine unheimliche Dynamik in diesem Projekt, das war von dem her zuerst dann in Braunschweig, danach in Essen. Ich konnte dann mit Essen gleich mit dieser Ausstellung beginnen, danach in Hamburg und dann ging es auch nach Dubai. Und in Berlin war es, glaube ich, auch zu sehen, ne? Bitte? In Berlin war es auch zu sehen. In Berlin war es genau, war es sozusagen in Auszügen auch zu sehen, genau. Und es war immer sozusagen upgedatet. Das war also von dem her auch ein wirklich großer Kommunikationsaufwand. Aber was damals eigentlich wirklich entscheidend war, war eigentlich im Grunde dieses gute Verhältnis zu all den Leuten, die jeweils in diesen einzelnen Kapiteln und Sektionen im Grunde für uns gearbeitet haben. Und das war auch die bis heute eigentlich auch verbindet, ne? Also bis heute eigentlich auch mit freundschaftlich verbunden sind. Also das war schon ein wichtiges Projekt, ja. Also ich glaube, den Begriff der Aggregatzustände der Fotografie muss man gar nicht weiter erklären, weil es ist hier offensichtlich. Wenn wir nur ganz, ganz, ganz kurz, wir hatten auch total Glück in Essen, weil wir hatten dann, wie zeigt man Bilder einer Revolution? Und dann war ausgerechnet in Braunschweig fanden wir, Bogume Eck hat mich darauf hingewiesen, die alten Stellwände des alten Museum Folkwang, die denen damals geschenkt worden sind. Und die lagen da im Freien. Und dann bekamen wir die alten Stellwände des Museum Folkwang und haben die dann in neuen Museum Folkwang mit extremer sozusagen Einsatz von Alkohol und Desinfizierung und so weiter dort als Dispositiv aufgebaut. Das war wirklich auch eine tolle Geschichte und hat eben auch das ganze Haus irgendwie geprägt, dass auf einmal diese alten Dinge wieder zurückkommen. Und dann, also das war im Grunde von dem her auch eine glückliche Konstellation, dass wir das machen konnten. Du machst das ja auch immer transparent, dass diese ganzen Projekte eben doch große Teamprojekte sind. Und das zeichnet deine Arbeit, glaube ich, auch aus, dass du immer wieder in der Lage bist, große Teams zusammenzubinden, sei es, ich glaube, Fotobiennale, ne? Genau, Ein ähnliches Projekt, in dem du mit 4 Kuratorinnen zusammen mit Christine Müllers konzipiert und dann mit Kerstin Meinke, Katrin Schöneck, Fabian Knierim und Boris Levin. Das war auch eine sehr, sehr tolle, sehr, sehr, sehr toller Austausch eigentlich. Ja. Haben wir jetzt nicht in der Bildstrecke? Aber wir haben in der Bildstrecke noch genau dieses hier. Ja, das habe ich nur sozusagen gestern nochmal draufgestoßen, diese Dubai-Geschichte war auch, weil wir unbedingt wollten, dass es zurückkehrt in die arabische Welt, und die East Wing Gallery hat es dort gezeigt und nach einigen Tagen wurde es in Dubai komplett zensiert. Und damals der Betreiber der East Wing Gallery hat uns eigentlich gebeten, dass das Ganze nicht zu publik zu machen, weil er dann selber Probleme bekommt. Aber das war
War auch nochmal eigentlich von dem her nochmal eine spannende Erfahrung. Ja. Genau, also das vielleicht, weil du auch gesagt hast, was hat sich seit 2017 geändert, also wie wir auch überlegt haben für unser Ausstellungsprogramm, das war jetzt im Grunde eigentlich eine verhältnismäßig kleine Ausstellung, aber sie war auch wichtig und das war eine Ausstellung über Calais, der Dschungel von Calais sozusagen, der 2016, also diese Ansiedlung von über 10.000 Refugees und Migranten am Kanal, am Übergang von Frankreich nach England, der eben dann gewaltsam vom französischen Staat gelehrt worden ist. Die Flüchtlinge wurden in andere Lager verteilt. Das hat Frankreich sehr stark mitgenommen, polarisiert und ich hatte wirklich einiges an Überzeugungskraft zu tun und unser Direktor hat dann in einer öffentlichen Sitzung gesagt, dass das Centre Pompidou sozusagen immer ein sozialer Ort war und selbst wenn wir jetzt da kritische Themen annehmen müssen, auch als staatlich finanzierter Ort muss das möglich sein und dann war das eine Zusammenarbeit mit dem Bruno Serralong, sozusagen, der da eine lange Serie gemacht hat, das stand im Mittelpunkt ein Ankauf und, Entschuldigung, nur ganz kurz, wenn du zurückgehst, das war zum Beispiel auch jemand mit einem deutschen Fotografen, Filmemacher Andreas Langfeld, der dann wirklich zusammen da mit Bruno und mir Filme gedreht hat, mit ganz vielen Medienvertretern, vor allem mit der Agence France-Presse. Das war ein total spannend mitzusehen, wie im Grunde wirklich eine, glaube ich, immer noch ein ganz wichtiger Film, in diesen 30 Minuten zu sehen, wie eigentlich so eine französische Presseagentur Covering of the Real betreibt. Und da lernt man wirklich sehr viel über die Art und Weise, wie solche komplexen Dinge in Nachrichten reduziert werden. Genau. Und das war das eine, sozusagen wirklich die Frage, wie berichten die Medien drüber? Das andere war, wie zeigt im Grunde ein dokumentarisch arbeitender Fotograf, der sich bewusst, jetzt kannst du zu den nächsten Bildern gehen, als bewusst sozusagen Gegenbild der Medien umgeht, wie geht er damit um, welche Bilder zeigt er, wie funktioniert er, was bedeutet es, da mit einer Großformatkamera aufzutauchen, im Gegensatz zu den Reportern mit ihren Stativen, weil diese völlige Sichtbarkeit dieser Großformatkamera schafft ein unglaubliches Vertrauen, wie er erzählt hat. Und auch sozusagen ein ganz spannendes Projekt seinerseits, sind wir gerade am Katalog dran. Und das letzte war dann die Frage, wie haben es eigentlich, genau, das ist nochmal der Teil Bruno Serralong. Und das dritte ist dann im Grunde, wie haben es eigentlich die Menschen erlebt, die dort waren? Und das war eigentlich der Teil, der viel auch wiederum viel Recherche und vertrauensbildende Maßnahmen waren da nötig, damit wir auch wirklich mit den Leuten ins Gespräch kommen, die jetzt inzwischen viele, viele von denen, auch die da mitgemacht haben, sind sehr, sehr gut angekommen in Frankreich. Ne? Sind das die Bilder, die man hier hinten in diesem Spalt sieht? Ja, ich glaube, da müsste noch ein letztes sein, aber ist vielleicht raus. Nein, genau hier. Also das war schwer zu fotografieren, aber das war eine ganze Abteilung sozusagen mit deren Bildern, wieder mit kleinen Beamern, mit Wandtapeten, mit einer Postkartenaktion, hinten mit einer Aktion von britischen Künstlerinnen. Und also dieser Teil von den Refugees war auch so, dass wir wirklich jedem ein kleines Honorar geben konnten und das sind alles Leute, die inzwischen hier studieren oder in einem Restaurant arbeiten und wirklich gut angekommen sind. Und bei der Eröffnung war das total schön, weil bei der Eröffnung war sozusagen die Contemporary Art World und Bruno Serralong, da war dann die Medienvertreter von Agence France-Presse und dann waren dann die sozusagen die jetzt hier als Migranten oder wirklich hier lebende auch mit Asylantrag und angenommene Refugees mit ihren Freunden. Das waren drei Milieus, die sich sonst eigentlich nie treffen. Das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Eröffnung. Ja. Mhm. Sprung, wir reden über deine Projekte, über zentrale Projekte. Jetzt sind wir im Deutschen Pavillon der Biennale di Venezia, Fabrik. Wieder geht es um sehr verschiedene Arten und Weisen, mit Bildern umzugehen, Bilder in Bewegung zu halten, Bilder in Bewegung zu bringen. Und zentral aus verschiedenen Quellen zu speisen und zu sammeln in einem Ausstellungsprojekt? Genau, das war, das, also auch sozusagen mit auch Philipp Risk und Jasmina Medvali, also auch mit zwei Kairoer Filmemachern, die ich damit so eingeladen habe. Und vielleicht zeigt das ganz gut eigentlich auch das Besondere an dem Pavillon mit einem wirklich guten Architekten Bernhard Tatter haben wir halt überlegt, haben auch den vorhergehenden Pavillon recycelt und haben im Grunde in dieses schwierig zu bespielende Gebäude versucht, es eher vertikal zu interpretieren. Ne? Also es gab da im Grunde drei Stockwerke und oben sieht man die Arbeit von Olaf Nicolai als eine Art durational piece, also eine Performance, die über die
Monate hinweg junge, ja, meistens junge Leute, die dort Bumerangs hergestellt haben, die immer ab und zu nur sichtbar waren, an den Rand getreten sind und diese Bumerangs geworfen haben. Also eine sehr schön poetische Arbeit, die eigentlich gegen diese Ökonomie der Aufmerksamkeit der Biennalen war, vielen entgangen ist, aber eigentlich drin noch eine schöne Arbeit bleibt. Dann, wenn man reingekommen ist, die nächste Arbeit. Und das war mir irgendwie auch ganz wichtig. Genau, es ist schön, dass man vielleicht die beiden gesehen hat. Im Grunde, die Idee war irgendwie schon natürlich mit 4 Autorenstücken von diesen 5 Künstlern, 4 Autorenstücke, aber dass diese 4 total unterschiedliche Arbeiten etwas über, wie du sagst, über unsere heutige Bilderkultur sagt. Oben eine Arbeit von Tobias Ziloni, Citizen, und da hat er im Grunde in Hamburg und Berlin auch Refugees fotografiert und eigentlich deren Geschichte mit den Journalisten und Zeitungsleuten in deren Heimatländern eigentlich besprochen und diskutiert und im Grunde deren Geschichten zurückerzählt. Also eigentlich so eine Art Inverted Journalism, also so ein umgedrehter Journalismus, der deren Geschichte in die Zeitungen ihrer Heimatländer bringt. Zum Teil übrigens auch sehr kritisch. Ja? Im Mittelpunkt standen dann oder hingen dann diese Zeitungen aus der afrikanischen Welt, ja, irgendwie sozusagen das staubige Bild unserer Zeit, das gedruckte Bild, die Printed Page. Und an den Rändern waren dann die Fotos von Tobias und Zeitung zum Mitnehmen. Und im Gegensatz sozusagen zu dieser Printed Page und zum gedruckten Bild war dann im Untergeschoss von Hito Steierl diese Factory of the Sun, die im Grunde in diesem Motion Capture Studio, also dieser Lichtkäfig, hat ja im Grunde die Idee, so im Grunde die Dispositive heutiger Gaming-Industrie, die im Grunde die ganze menschliche Bewegung in diesem Motion Capture Studio sozusagen aufnimmt, ja, registriert und umsetzt in immaterielle Datensätze. Und dieses Flüssigwerden der Bilder ist im Grunde auch dann der Gegenstand dieser Factory of the Sun, da könnte man das natürlich auch noch lange sprechen. Und die letzte Arbeit war dann eben von Yasmina Medvali und Philipp Risk, eine Arbeit, die sie zusammen mit Arbeitern auf einem Dach in Kairo gemacht haben. Also diese Frage dieser zirkulierenden Bilder und dieser Frage der Partizipation, also in Hitos Arbeit ging es natürlich auch ganz stark über diese Illusion oder Desillusion des Internets als einem partizipativen Medium und dann hier so eine ganz andere Form der partizipativen Arbeit auf diesem Dach dieses 11. Stocks in Kairo. All das waren im Grunde verschiedene Aspekte dieser Idee des Zirkulierens von Bildern und der Teilhabe von Bildern. Kannst du noch mal ganz kurz was zu dieser Arbeit erzählen? Die ist jetzt vielleicht nicht so offensichtlich erkennbar auf den Abbildungen. Genau, also was im Grunde Philipp und Yasmina dann eigentlich vorgeschlagen haben, war dieser Ort, wo dieser Film von den Arbeitern, der dort im Grunde eigentlich von der Schließung einer Glukosefabrik erzählt und diese Arbeiter erzählen im Grunde eigentlich diese Privatisierung dieser Glukosefabrik nach. Dieser Dach, auf dem das stattgefunden hat, dieser Film wurde gezeigt, den sie mit ihnen gemacht haben und gleichzeitig haben sie die ganzen Fliesen, auf denen man sieht da diese Zeichnungen drauf, diese mit den sozusagen diese verschiedenen Abteilungen der Fabrik, diese Fliesen haben sie rausgerissen und haben sie dann in Obstkisten nach Venedig gebracht und dort ausgelegt. Ja, was man da sieht, ist im Grunde eigentlich diese Dachterrasse, auf dem dieser Film stattgefunden hat. Das ist jetzt das Letzte, was auf unserem offiziellen Fahrplan für heute steht. Was noch in Winterthur und Essen stattfand, sehe ich das? Genau, nicht? Das ist in Zusammenarbeit, also der, vor allem Manifest, das war eine große Rechercheleistung, das war in Zusammenarbeit mit damals Winterthur, Duncan Forbes und Daniela Jansa und in Essen hat die Katrin Schöneck mitgearbeitet und auch viele andere Gruppen, Sophia Greif an dem Arida und was da im Grunde die Idee war, ich habe jetzt mal diese Manifeste rausgenommen, war im Grunde auch so ein gewisser, so eine Art Umkehrung der Werte, ne? Dass man normalerweise die Manifeste der Fotografinnen und Fotografen, Texte, Dokumente eigentlich immer in die Vitrinen legt, als Begleitmaterial zu den Bildern. Und hier haben wir einfach so eine Bedeutungsumkehrung gemacht. Das heißt, wir haben die... Mal kurz die Vitrine mit dem Bild, da kommt, glaube ich, noch eine. Genau, wenn man doch zurückgehst. Also wir haben... ich weiß nicht, vielleicht gehen wir nochmal... Man sieht diese Vitrinen, genau. Da lagen dann die Vintages
von denen ich jetzt einige eingeblendet habe, ne, Sherman Krull oder Molly Notch, Renga Patsch, die lagen einfach als nackter Abzug in dieser Vitrine, ohne Passepartout, einfach so wie es da unter dem Vergrößerer lag, einfach als ganz einfacher Abzug da, obwohl das dann die 200.000 Euro-Bilder sind, ne? Aber natürlich einen gesicherten mit säurefreien Karton und so weiter, aber einfach nackt da. Und die Texte, die haben wir dann im Faksimile drüber gestellt. Ich kann mich erinnern, es haben viele ziemlich provokante, gab es auch eine harte Kritik in einer Schweizer Zeitung dazu, über diese Form, aber das fand ich eigentlich jetzt als, oder wie wir damals überlegt haben, eigentlich die eine Form, wirklich um diesen Texten eigentlich die Bedeutung zu geben. Und diese Bilder plötzlich als Illustration zu machen und nicht andersherum. Also dann, ja, bis hin zu solchen Dingen, dass man eben Martha Rosler, wie sie Vogue liest, oder Hito Steierl mit In Defense of the Poor Image mit den E-Flux, also wo wir dann wirklich versucht haben, dann auch diese andere Formen von Arbeiten oder Texten, die wirklich im Grunde eine Haltung, eine manifestartige Haltung annehmen. Kehrt sich hier dann der Begriff oder bewegt sich hier der Begriff der Partitur noch einmal in eine andere Richtung, weil der Text oder das Denken eigentlich die Partitur ist und die Fotografie, fotografische Informationen, die erste Interpretation dieses Absolut, Prozesses. Absolut. Das ist sozusagen die Vergrößerung des Gedankens, dann das Bild, ja. Ja. Wir zeigen hier ganz kurz nur noch Beispiele dieser Manifeste in Kombination mit den Aufnahmen. Genau. Also da haben wir zum Beispiel dann mal eben diese beiden Renga Patsch und Molly Notch anhand ihrer kurzen Texte in Das deutsche Licht mit 27, die eben so ganz manifestartigen Charakter hatten, aufeinanderprallen lassen auch. Ne? Und man kann den Fans dieser Ausstellung auch gleich sagen, es gibt, glaube ich, zwei Bücher dazu. Ne? Ich habe nämlich lange nur eins gehabt und war heute sehr erfreut zu hören, dass es ein zweites gibt. Ja, das Manifeste Buch war dann zur Essener Ausstellung nicht fertig. Das war dann zur Winterthurer Ausstellung fertig. In Essen gab es. Mhm. Wir könnten jetzt hier noch unsere gesamte Bildstrecke durcharbeiten. Ich gucke aber einfach inzwischen mal, ob es Fragen im Chat gibt. Ich würde mich ja freuen, wenn Ihnen Fragen dazu einfallen würden. Ich habe hier eine Nachricht, die betrifft eine technische Frage, die werde ich jetzt nicht vorlesen. Sie haben, wie gesagt, Gelegenheit, Florian Ebner hier zu interviewen und zu befragen, zu dem, was Sie hier gesehen haben. Andernfalls machen wir weiter, Florian. Gerne. Machen wir weiter. Die Manifestausstellung finde ich deswegen auch nochmal so interessant. Entschuldigung, ich gehe nochmal zurück, weil sie im Grunde auch, wie sagt man, wieder Humus ist, ne? Der Humus deiner Arbeit, dieses Nachdenken über Fotografie verschiedenster Generationen, verschiedensten Situationen, zeithistorischen Situationen, medialen Situationen, die immer wieder einfließen als Hintergrund dessen, was man an Fotografie bewegt oder wie Fotografie öffentlich in Räumen zum Sprechen gebracht wird. Ja, und ein wenig auch dieses Objektfotografie komplexer begreifen, auch in der Art und Weise, wie wir es zeigen. Und ich meine, das wissen alle, wenn wir in die 20er Jahre schauen, wie unglaublich einfallsreich mit Fotografie umgegangen ist. Ich glaube, das sind schon immer Dinge, die ich irgendwie spannend finde. Ja? Also, dass man da überlegt, wie kann man einfach diesem Objekt und eben in gewisser Weise diesen verschiedenen Aggregatzuständen des Fotografischen, also bis hin, was ist das überhaupt für ein Abzug, den wir sehen? Ne? Ist das ein Ausstellungsabzug? Ist das ein Pressefoto? Ist das, also es sind ja so ganz handwerkliche Dinge und wo wir jetzt im Moment auch diskutieren, ob wir das nicht wirklich bei jedem Schild angeben müssten in unseren Ausstellungen und so. Und das sind ja eigentlich irgendwie auch spannende Fragen. Also so ganz, ganz einfache, klassische Basis, also Basics eigentlich, wie was sind das eigentlich für Bilder, auf die wir hingucken, ne? Und das wäre natürlich toll, wenn es uns gelänge, in der Fotografiegeschichte sozusagen auch so eine Art Philologie irgendwie zu haben, die sehr viel genauer eigentlich das begreifen lässt, was wir wirklich anschauen. Was sind eigentlich diese Funktionen dieser Bilder gewesen und nicht nur, wie viel sind die jetzt heute wert oder so. Ne? Wir bewegen uns ja gerade eigentlich in zwei Polen. Ne? Auf der einen Seite haben wir diese Verflüssigung des Fotografischen, dem wir mit großer Aufmerksamkeit folgen und was wir auch als unglaubliche Bereicherung von
Zeitgeschichtsdokumenten betrachten. Das andere ist immer wieder aber doch die Befragung des Objektes, des fotografischen Objektes und seiner Zeugenschaft in der Materialität. Ja? Ich glaube, zwischen diesen beiden Punkten bewegen wir uns zurzeit. Oder das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Oder wie würdest du das sehen? Ja, ich weiß gar nicht, ob sie so wirklich gegengesetzte Pole sind oder ob sie nicht sehr viel miteinander teilen, diese Fragen, oder? Ja, also logischerweise. Wir haben jetzt gerade im Sprenger Museum ein kleines Projekt mit der Sophienschule laufen, in dem wir mit Jugendlichen eigentlich in so einem Modellprojekt versuchen, diese Zeugenschaft des Materials zu vermitteln. Mhm. Weil junge Leute einfach nur noch diese Fotos auf den Handys kennen, ja? Und den Nichtausdruck kennen. Und das war ein sehr schönes Experiment mit ihnen, weil wir haben sie als erstes im Homeoffice auf die Suche nach dem Lieblingsbild geschickt und nach dem ältesten und nach dem neuesten Bild in ihrem Haushalt, um dann Differenzen zu beschreiben und festzustellen, was da wie anders funktioniert oder was, welches Bild würden sie zuerst wiederfinden oder welches Bild würden sie mitnehmen, wenn sie sich nur ein Bild aussuchen würden. Dieser Umgang mit der Materialität, finde ich nach wie vor tatsächlich ziemlich wichtig. Ja. Absolut, hört sich gut an. Ne? Aber ich glaube, das sind Projekte, die immer wichtiger werden. Ja? Und, und ich finde auch, auch diese Fragen, ich meine, ich erinnere mich ja auch an deine Station von der Werkstatt für Fotografie, also das, was sozusagen mit den Manifesten wir versucht haben, was du in deiner Station versucht hast, diese komplexere Verbindung von, also wirklich so eine fotografische Kultur in ihren Verästelungen auch stärker auszustellen und wieder sichtbar zu machen. Ich glaube, das sind nochmal ganz, ganz, ganz wichtige Dinge, die wo es, glaube ich, wirklich noch ganz viele, ich weiß nicht, Kontinente zu tun gibt und zu erforschen gibt. Und die wir, glaube ich, auch vermitteln wollen, ne? An die nächsten Generationen, die ja inzwischen schon Gott sei Dank ihre eigenen Ausbildungspfade in der Fotografie haben. Du hattest den in Frankreich. In Deutschland gibt es ja noch nicht so lange eine Professur für Fotogeschichte. Ja. Wir haben hier eine Frage. Carina Plath fragt zum Jungle-Projekt. Da wir gerade vor 2 Wochen das Gespräch mit Guy Witte hatten, der als Flüchtling und Fotograf aus Kamerun in dem Lager selber ein- und ausgehen konnte, inwieweit leistet man als Centre Pompidou mit Bruno Serralon und den Agenturen dem Voyeurismus auf diesen Flüchtlingslagern Vorschub? Wie bewertest du dieses Dilemma für dich selber als Kurator, fragt Carina. Ich glaube nicht, dass wir, also ich glaube, dass wir das ja auch zum Gegenstand gemacht haben, den Voyeurismus. Also das kommt ja auch in den Gesprächen eigentlich mit, die in diesem ersten Raum waren. Da waren ja 5 verschiedene Filme, die eigentlich diese ganze Problematik von dem, von dieses medialen Zugriffs im Grunde auch durchdiskutiert haben, ne, mit französischen Journalisten, Medientheoretikern, mit Tom Holert und mit vielen, die im Grunde eigentlich genau das zum Gegenstand gemacht haben. Und wir haben das gleiche Gespräch aber auch mit denen geführt, die dann im dritten Raum ihre Bilder gezeigt haben. Und das denen auch sehr, sehr wichtig war, weil, ich meine, wir werden nie aus dieser Dialektik rauskommen, dass man die Dinge ohne diese mediale Präsenz, ich denke, man ohne diese Sache medial zu diskutieren, wird daraus kein humanitäres Thema. Und dann, glaube ich, gibt es auch weniger politische Konsequenzen. Also sozusagen aus dieser ganz einfachen Gleichung, auf die kommt man immer wieder zurück. Also ich glaube sozusagen, dass das Nicht-Zeigen oder nicht darüber sprechen löst nicht die soziale Problematik. Es ist halt wie immer die Frage, was und wie man es zeigt. Ja. Ja. Wie waren denn die Resonanzen im Centre Pompidou auf diese Ausstellung? Ja, das war von dem her eine Ausstellung, wo es auch sehr viel Führungs sozusagen auch Bedarf von vielen, vielen Mitarbeitern und Kollegen gab, die darüber diskutiert haben, ne? Und die darüber gefragt haben, wie zeigt man das und also was, warum zeigen wir das als Centre Pompidou? Das war von dem her auch eine sehr wichtige Frage, ne? Weil es ist sozusagen bisher ja auch schon auch sehr dem Musée National d'Art Moderne, im Grunde der Kanon des Musée National d'Art Moderne, eigentlich immer sehr viel Distanz zum Geschehen hat, bevor man Dinge
bevor man Dinge diskutiert. Aber zum Beispiel meine Kollegin Marcella Liss hat ein ganz tolles Projekt gemacht, Après, mit Eric Baudelaire, auch zu solchen sozialen Fragestellungen und zu der Art und Weise, wie Eric Baudelaire mit dieser Frage auch, wie spricht man über die Anschläge, umgegangen ist. Also es sind schon Dinge, die uns hier in Frankreich beschäftigen. Ne? Mhm. Das ist ein ganz toller Künstler, den man auch in Deutschland hoffentlich bald entdeckt. Ich lese hier nochmal zwei Kommentare vor, weil dazu sind wir in der Runde. Sabine Maria Schmidt fragt, und das betrifft immer wieder das Thema des voyeuristischen der Fotografie, ein Klassiker eigentlich in der Fotografie. Wenn ein Flüchtling einen anderen Flüchtling fotografiert, ist das gegebenenfalls auch voyeuristisch? Aber ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage, die sich mit diesem Medium Fotografie immer wieder stellt. Und die Antwort, die du da, also kompliziert, so einfach ist da, glaube ich, die Antwort nicht drauf. Also es, glaube ich, es kommt, du sagtest es schon immer wieder darauf an, wie es gemacht wird und wie es kommuniziert wird und in welchen Kontexten es passiert. Ich denke, dass, ja. Carina Plath hat darauf geantwortet, könnte sein, aber ich finde die Form, die Boutet gefunden hat, eine Art performatives Gespräch mit Fotografie und Publikum überzeugend, das führt ja etwas zu weit. Genau. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schade, weil wir sehen jetzt keinen dieser 5 Filme, die gleich sozusagen zum Anfang der Ausstellung genau diese Frage gestellt haben. Also das ist schon klar, dass es ein zentrales Thema war. Mhm. Ich finde, ehrlich gesagt, also was das ja auch mit Kairo verbindet, ist ja eigentlich diese Idee dieses Komparatistischen, zu sagen... Gehen wir nochmal zurück, damit wir was anderes sehen, während wir darüber reden. Also die Idee eigentlich dieses Komparatistischen, zu sagen, es gibt nicht die eine Wirklichkeit und die eine Sichtweise, sondern es gibt eben so viel verschiedene Arten umzugehen. Und das war ja der Kern eigentlich von Kairo, diese Erweiterung auch einer bestimmten Akteurs- und Zeugenbegriffs und auch diese absolute Erweiterung auf einmal dieses medialen Spektrums und der Sichtbarkeit. Und eigentlich glaube ich gerade, dass dieses Komparatistische eigentlich von dem her sehr, sehr schön solche Dinge eigentlich auch zur Frage bringt. Ne? Wer zeigt was und wie? Hm. Wir haben jetzt noch 10 Minuten und haben keine neue Frage im Chat. Deswegen würde ich jetzt zum Abschluss, entschuldige bitte, nochmal sehr gerne zu Otto Steinert gehen. Bist du einverstanden? Ja, können wir gerne gehen, wenn du das findest. Da sind wir jetzt. Der ist ja Otto Steinert, die zentrale Figur, eigentlich eine der zentralen Figuren der deutschen Fotografiegeschichte im Nachkrieg, der Neudefinition der Fotografie als Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg in seinen Versuchen an die Fotografie der 20er Jahre anzuknüpfen. Du hast diese Ausstellung mit vorgeschlagen als Themenkomplex. Warum ist die dir in diesem Zusammenhang wichtig? Ja, das war genau sozusagen auch einfach so eine kleine handwerkliche Geschichte oder einfach auch so eine Form, wie man jetzt im Grunde aus den Sammlungen, wie man eigentlich sozusagen aus den Sammlungen noch einmal versucht, diese Geschichte oder diese Frage zu stellen. Das war eigentlich der Kontext, war der 100. Geburtstag. Ute Eskilsen hat im Grunde eine große Ausstellung dem Otto Steinert gewidmet. Es gab auch eine Ausstellung zu Otto Steinert und seinen Schülern. Und im Grunde, wir haben einfach geschaut, was zeigen wir. Und was wir uns am Ende entschieden haben, war im Grunde, wenn du nochmal von dem her vielleicht, lass ruhig diese Einstellung. Also wir haben im Grunde eben versucht, ganz, ganz puristisch zu zeigen. Also Steinert selber und hat seine ganze Schule damit geprägt, hat seine Bilder immer, das war der berühmte Steinert, das berühmte Steinert-Maß 55 mal 60, sogar die Archivkästen im Museum Folkwang haben dieses Steinert-Maß, hat seine Originale auf diese Größe, also sozusagen auf 55 mal 60 weißen Karton geprintet oder aufgezogen. Und wir haben sie extrem einfach gezeigt. Wir haben im Grunde an den Wänden gezeigt, das, was für ihn das Ausstellungsbild war. Mhm. Und wir auf den Tischen sein Frühwerk gezeigt. Und so ganz, auch ganz einfach, alles kleine Abzüge, ganz ähnlich, mit einer ähnlichen Sorgfalt, wie er die anderen Steiner sozusagen mit seiner medizinischen Sorgfalt oder Sorgfalt des Mediziners, da, so wie er sein Frühwerk dokumentiert hat, so wie er seine autorisierten großen Bilder gezeigt hat, versucht möglichst puristisch zu zeigen, ohne sie im Grunde eigentlich zu verstecken als das, was sie als Objekt ausmachen. Ne? Also und es gibt viele Fotos, wo Steinert Unterricht macht, wo er sein Steinert-Format in Händen hält und dann im Grunde dieses 55x60
Kartons. Auch seine Studentinnen und Studenten haben dann damit zu arbeiten müssen, um das sozusagen überhaupt mal transparent zu machen, wie sich solche Formen und Formate weitergeben, war das dazu im Grunde so ein kleiner Beitrag. Sagst du noch mal ganz kurz, was sein Frühwerk ist, in welchen Jahren dieses Frühwerk entstanden ist? Ich kenne ihn jetzt vor allen Dingen aus den 50er Jahren. Ja, das sind wirklich Aufnahmen als Jugendlicher, junger Mann in den 30er Jahren, wo man sieht, wie der im Grunde eigentlich die ganze neusachliche Fotografie, die in den ganzen Büchern von Renger beginnend, aber auch viele andere, wie sie gelehrt worden ist, wie er eigentlich dieses Sehen sozusagen, bevor er dann die Abstraktion der Nachkriegszeit für sich entdeckt, durchdekliniert hat. Ist dann, jetzt fällt mir gerade der Titel nicht ein, aber das 60er-Jahre-Projekt von Tim Rautert, dieses Durchdeklinieren der fotografischen Möglichkeiten, ist das im Grunde eine Öffnung von dieser Rautert-Schule aus, eine Beschreibung des Feldes? Würdest du zwischen die Arbeit von Steinert und deine eigene Arbeit dieses Projekt von Tim Rautert legen, was auch, glaube ich, im Sprengelmuseum eine der ersten Ausstellungen hatte? Du meinst die frühen Arbeiten, die bildanalytischen von 68 bis 73? Ja. Ich fand das schon eine sehr, ich finde das eine sehr wichtige Arbeit in der deutschen Fotogeschichte. Und das Interessante war, dass Tim Rautert in der gleichen Zeit im Grunde natürlich da seine studentischen Sachen weitermacht, dann für sich auch den Journalismus entdeckt und gleichzeitig an dem arbeitet, was natürlich auch ein bisschen in der europäischen Luft liegt. Ne? Also diese bildanalytischen Fragestellungen findet man ja auch in anderen Ländern. Also das auf diesen verschiedenen Ebenen fährt. Mich erinnert das immer so ein bisschen an diesen Protagonisten Thomas von Blow Up, der im Grunde auf der einen Seite Sozialreportage macht für sich und dann springt er ins Auto und fährt zum Modeshooting. Und das war irgendwie so dieser Umbruch in den 60er, 70er Jahren. Und dieses Ausprobieren, sozusagen diese Verabschiedung von einer bestimmten Form der Nachkriegsfotografie und der Beginn von etwas Neuem. Ja. Wie groß ist da deiner Meinung nach der Einfluss des französischen Films, des neuen französischen Films? Ich denke, sehr groß, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Ich meine, Abou de Souffle ist 66, das sind all diese Filme, die wahnsinnig die Leute, auch dieser Antonioni-Film, das sind alles Filme, die schon, glaube ich, echte große Werke sind, ja. Eine Frage von Caroline Hake. Sind Tische, Florian, für dich Orte der Verhandlung und Wände Orte der Repräsentation? Mike Schüler hat das, glaube ich, geschrieben. Genau, Mike, du bist es. Ja. Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Also es gibt von dem Georges Didier Übermann echt einen sehr schönen Satz, der mich irgendwie sehr, sehr geprägt hat oder so. Der sagte 2011, in einem Interview zu seiner Atlas-Ausstellung den Unterschied zwischen Table und Tableau. Also Tableaus sind für ihn die großen Dinge. Also letztlich sind die großen, also was wir auch gesehen haben in der die großen Dinge, die jetzt bei So weit kein Auge reicht. Das sind das ist diese Frage, dieses Werksbegriff. Und Table sind sozusagen die Tische, ne? Also Tafelbilder und Tische. Und in gewisser Weise finde ich das eine tolle Beobachtung, dass man die Tische sozusagen sehr viel stärker für diese Frage nach diesen kleinen Formen, nach den Dokumenten, nach den Bildern, die in Entstehung sind, nach dem Archiv und so weiter, und dass die Wand, das Vertikale, ist im Grunde das große Bild, das einen aufnimmt, absorbiert. Und der Tisch ist sozusagen auch schon von der körperlichen Haltung her, ne? Der Tisch, man beugt sich und liest, und das Tafelbild, man steht und wird so aufgesogen. Also das fand ich eine tolle Beobachtung von dem Georges Didier Übermann, und ich glaube, dass mich die irgendwie schon auch recht irgendwie geprägt hat. Ja. Wir haben jetzt noch 4 Minuten, Florian, und eine Frage ist noch da. Falls die jetzt schnell zu beantworten geht, frage ich dich noch nach den Projekten, an denen du gerade arbeitest. Ah ja. Können Albert Messert immer wieder, kleinen Moment, ich muss das hier vorlesen. Danke für dieses Gespräch. Können Sie uns etwas zu den Ankaufsetats und deren Entwicklungen in Ihrer Institution sagen? Haben Sie heute genügend Mittel zur Verfügung? Also wir hängen immer mehr von unseren Freundeskreisen ab. Ich glaube, wir haben inzwischen fast doppelt so viel Ankaufsetat von den Freundeskreisen. Und die Freundeskreise, zum Beispiel, die haben uns geholfen. Ohne die Freundeskreise hätten wir nicht
hätten wir nicht eine wichtige Arbeit von dem Moivé ankaufen können. Also es ist, da habe ich lange gebraucht, bis ich sozusagen diese verschiedenen Partituren der französischen Mäzenatentums verstanden habe und wo man was vorschlägt zum Ankauf. Aber das wird immer mehr privates Geld, auch in Frankreich. Das heißt, wir steuern immer mehr eigentlich in eine Richtung eines angelsächsischen Modells. Und das ist halt immer die Kunst und die Frage, wie weit sind wir am Ende noch frei in dem, was wir kaufen wollen, oder inwieweit kaufen wir das, was wir uns finanzieren können. Also das wird, glaube ich, immer stärker werden. Ja. Eine Frage noch. Franziska Schmidt mit Doppel-T fragt, Arvid Messmer wird immer wieder als Fotograf bezeichnet. Ist er aber nicht vielmehr ein berichterstattender Fotografiearchivar? Das heißt, sollten seine Arbeiten wie beispielsweise Berlin 66 bis 70 in die Diathek des Museums Volkswagen in die Bildkategorie berichtende Fotografie aufgenommen werden, obwohl die Berichte erstattende Fotografie in diesem Fall durch die Polizei erstellt wurde? Oder in welche Bildkategorie würden Sie diese hybride Arbeit Messmers in der Diathek des Museums Volkswagen einordnen? Ja, das ist eine gute Frage mit der Diathek. Die hatte ganz, ganz eigene und eigentlich sehr gute Begriffe. Da gab es wirklich auch den Begriff der berichtenden Fotografie. Nein, ich glaube schon, dass das in gewisser Weise zu den zu den künstlerischen Arbeiten am meisten teilen, die so eine Art Editing of Society machen, also so ein Editieren von Gesellschaft und auf ganz unterschiedliche Weise. Ich habe vorher auch den Akram Sattari genannt. Schon auch eine Form der in dem Sinne eines künstlerischen Umgangs mit fotografischem Gebrauchsmaterial ist, aber auch daraus sich eine gewisse Autorschaft ableitet. Ich glaube, das ist das Problem, dass zum Beispiel, da geht der Akram Sattari sehr, sehr offen damit um. Das ist klar, das ist sozusagen, Hasham El-Madani ist der Fotograf, den er wie so eine Art Vaterfigur im Grunde seine Bedeutung für die libanesische Gesellschaft herausarbeitet, aber gleichzeitig ist er derjenige, der diese Bedeutung sichtbar macht. Da gibt es einfach mehrere Autorschaften und ich glaube, man muss, wenn man jetzt nicht immer nur ein Etikett vergeben will, sondern es in der Komplexität zulässt, muss man so in der Komplexität begreifen, glaube ich. Ich glaube, die Berlinische Galerie sprach von der Metamorphose des Materials. In der Art und Weise, wie es Arvid Messmer betrieben hat. Darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber der Begriff war interessant, weil er in gewisser Weise ja auch so eine kleine mythologische Schlaufe schlägt. Aber hier noch eine Frage von Sophie Greif. Vielen Dank, Sophia. Lieber Florian und auch liebe Inka, worin seht ihr die Herausforderungen und vor allem auch Chancen der Pandemie für das Ausstellungswesen? Werden die Erfahrungen des vergangenen Jahres eurer Arbeitspraxis in Bezug auf digitale oder hybride Formate etc. verändern und wenn ja, inwiefern? Magst du mal zuerst antworten, Inka? Da habe ich so viel geredet. Ich denke darüber tatsächlich nach. Wir haben ja im Sprenger Museum ganz praktische, pragmatische Herausforderungen in dem Sinne, dass wir gerade in der Brandschutzsanierung stecken und dann dieses Haus umstrukturieren, sodass es weitaus weniger Fotografieausstellungen geben wird als bisher. Das heißt, man denkt noch viel mehr darüber nach, was man genau zeigt, wie wir auch im Haus arbeitsteilig funktionieren. Also unser Direktor als Fotokurator, Stefan Grundert als Fotokurator und ich als Fotokurator, wie wir praktisch jeweils vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise an Defiziten arbeiten. Das verstärkt sich für mich tatsächlich mehr durch diese Fragestellung als durch die augenblickliche Situation. Ich denke, die Vermittlung, das Sprechen, Umgehen mit Fotografie, das darüber reden, was wir wissen, dass ganz wesentlich ist, wie wir heute Abend auch wieder merken, wird deutlich zunehmen, weil wir dafür neue Formate entwickelt haben, die viel einfacher handhabbar sind als die klassischen, wir treffen uns jetzt im Museum und reden. Natürlich fehlen uns die Originale, wir wissen das. Und wir freuen uns alle darauf, dass das Museum wieder aufmacht. Es gibt natürlich durch die Erweiterung dieser digitalen Arbeitsmöglichkeiten, die wir uns alle so blitzschnell erschlossen haben, auch andere Möglichkeiten, Projekte zu betreiben. Ich glaube, Florian, du hast es eben mit Kairo oder mit anderen Projekten bereits vorgemacht oder vorgelebt. Ich denke, dass diese hybriden Formen tatsächlich zunehmen werden, dass wir ja alle eigentlich auf verschiedenen Ebenen mit diesen Dingen bereits gearbeitet haben. Ich denke daran, dass ich 2000 für Rotterdam Fotobiennale
eine Ausstellung zum Thema Engagement kuratiert habe. Und bei diesem Projekt war es mir eben auch unglaublich wichtig, verschiedene Formen von Engagement zu zeigen. Also Engagement ist da, wo man ist. Und es ist ein Kinderfotografieprojekt im Rahmen von der Kinderbetreuung in Bosnien, genauso wie Frauen, die auf dem Arbeitsamt in Berlin fotografieren, wie Leute, die ein Billboard-Projekt machen, wenn es dann wirklich Engagement ist. Ja? Wie meinetwegen sogar Thomas Ruff oder Ina Wuttke und ihre Kollegin, die in der Clubszene sozusagen gearbeitet haben. Also diese verschiedenen Orte, glaube ich, werden viel mehr sichtbar werden. Dieses reine Tafelbild in Anführungsstrichen, der Print, wird nach wie vor für mich zumindest eine unglaublich große Bedeutung als Quelle haben, tatsächlich, weil in dieser Materialität halt die historische Zeugenschaft steckt, die wir nicht leugnen können. Und auch wenn wir uns ein Foto aufnehmen, wenn wir uns Salgado auf einem Computer anschauen, können wir das eigentlich nicht, ohne darüber nachzudenken, welche Technologie in diesem Computer steckt und inwieweit Salgado, also inwieweit wir mit in dem Kreislauf sind, den Salgado da gerade fotografiert. Diese Zusammenhänge lassen sich sicherlich mit den digitalen Möglichkeiten einerseits deutlich besser darstellen, andererseits müssen die genauso gut auch immer wieder kritisch reflektiert werden, in welchen Kreisläufen man sich da befindet. Ja, ich glaube, du hast ganz viele wichtige Aspekte genannt. Also ich denke, es gibt wirklich große, große Chancen, die sehr viel stärker natürlich auch in diesem weiten Gebiet der Vermittlung sind. Aber wir merken schon wahnsinnig stark, wie sehr so ein Ort eigentlich auch bei uns mit dieser Architektur, die doch irgendwie auch diese Idee dieser Fabrik, die diese Architektur hat, ich finde die ja immer noch wahnsinnig inspirierend eigentlich. Und dieser Ort und dieser Austausch mit diesen vielen Menschen, das fehlen schon sehr. Und wir haben das jetzt auch zum Beispiel bei der Ausstellung von der Hito Steierl gemerkt, die eben noch nicht öffnet, wo wir private Führungen machen und wie wichtig das eigentlich, und alle sagen, wie wichtig eigentlich letztlich auch für eine genuine oder eine Kunst, die so stark das Digitale reflektiert, wie wichtig am Ende wirklich die physischen Ausstellungen sind. Also das ist uns jetzt allen doch so aufgefallen, wie sehr uns das irgendwo fehlt. Und ich hoffe, dass es bald wieder möglich ist. Also mir angeblich soll es bei uns ja Mitte Mai wieder aufmachen. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Ich wünsche es irgendwie, dass es euch bald wieder so ergeht. Aber das scheint jetzt erstmal noch ein bisschen hin zu sein, wenn ich das richtig verstehe, was in Deutschland passiert. Im Idealfall nutzen wir diese Ruhepause, um für Konzentrationsgewinnung und für das Zuspitzen der Pläne und Präzisieren der Pläne und der Projekte, an denen wir sitzen. Aber vielleicht nur eine ganz kurze Sache. Also intensiv wird schon wahnsinnig diskutiert, gerade dieses Format des Blockbusters. Ne? Also ist das noch zukunftsfähig, diese teuren Ausstellungen, die am Ende irgendwo pandemiebedingt irgendwo stecken? Und also solche neuen Formate kommen ganz, ganz stark. Also da gab es im Moment jetzt auch ganz tolle Ideen, die darf ich jetzt nicht alle sagen, aber da gibt es zum Teil ganz spannende Dinge, auch was jetzt von manchen Kollegen genannt worden ist, von Kolleginnen, aber ich glaube, dass das schon eine Herausforderung ist, auch die gerade diese Form des Blockbusters, der großen Ausstellungen, also da ich glaube, im Moment denken wir alle viel drüber nach, ja. Und ich muss sagen, ich selber bin tatsächlich darüber hin und her gerissen, darüber weiß ich als nächstes, wenn ich meine nächste Ausstellung 2023 mache, ne? Inwieweit ich mich tatsächlich diesen neuen Medien widme oder ob ich nicht sage, in dem Gesamtkonzept des Museums muss ich darauf achten, dass bestimmte unbespielte Dinge aus der Geschichte auch immer wieder noch hochgeholt werden. Ne? Aus diesen defizitären Ecken unserer Geschichtsschreibung. Die sollten wir bei allem Interesse an dem Neuen und dem, was kommt, auf keinen Fall aus dem Auge lassen. Aber wir lernen darüber mit neuen, also wir lernen auf neue Weise an diese historischen Materialien heranzugehen. Das ist, glaube ich, wirklich was sehr Schönes, was du sagst, weil das ist ja eigentlich auch das Tolle, ehrlich gesagt, an unserem Beruf, dass wir irgendwie diese vielen Zeitebenen haben. Und das ist schon oft sehr, sehr befruchtend. Also, dass man nicht nur im Historischen oder nicht nur im Zeitgenössischen zu Hause ist. Ja. Wir haben jetzt hier gerade unsere Zeit vollbracht, Florian. Ich danke dir wirklich, wirklich sehr. Es war super interessant auch für mich. Und ich lese das jetzt nicht alles vor, was hier im Chat steht. Ich freue mich sehr auch über den Zuspruch von Annette Gröschner, die diesen Austausch hier sehr begrüßt hat und die ja an den Projekten von Arvid Messmer sehr häufig auch beteiligt ist. Daher ein Gruß an dich, Annette. Und Reinhard Spieler sichert zu, dass wir auf alle Fälle dieses Format, was wir hier gerade entwickelt haben miteinander, das ist nicht unser erster Sprengel-Talk, aber der erste dezidierte Sprengel-Talk über fotografisch-kuratorische Konzepte,
dass wir das fortsetzen werden. Genau. Und Dank, vielleicht gibt es ja auch andere Kooperationen. Wir werden. Ja, ich danke dir sehr, Florian. Gut, wir beenden dieses Gespräch und hoffen, Sie sehr, sehr, sehr bald im Museum sehen zu können. Tschüss, schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Sollen wir einfach telefonieren? Wir telefonieren, ja. Tschüss. Sonst fällt der Abschied zu schwer. Ja.